Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen Abgeordnete und Zuhörer am Livestream. Ich bin bekennender Motorradfahrer seit meinem 16. Lebensjahr. Erst mit der MZ, und das war mein einziges Fortbewegungsmittel im real existierenden Sozialismus, als man 17 Jahre auf einen Pkw warten musste. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, mir eine Yamaha leisten zu können, die auch gut und schnell fährt. Und ich lebe immer noch. Ich fahre unfallfrei. Seit 30 Jahren habe ich auch einen Organspendeausweis immer bei mir. Das, was die CDU und auch die FDP hier betreiben, grenzt schon ein wenig an Heuchelei. Denn die schwarz-gelbe Landesregierung aus Nordrhein-Westfalen brachte am 10. März den Antrag zur Kontrolle von Motorradlärm im Bundesrat ein. In diesen Antrag werden pauschal, ohne Unterschiede zu machen, Grenzwerte von maximal 80 Dezibel für neue Motorräder gefordert. In dem Beschluss, in dem auch die hiesige rot-rot-grüne Minderheitsregierung zugestimmt hat, werden dann zusätzlich Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen gefordert. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Die aus CDU und FDP bestehende Landesregierung NRW setzt zusammen mit den Linken, der SPD und den Grünen aus Thüringen im Bundesrat einen Antrag durch, der Motorradfahrer gängelt, die Wirtschaft schädigt und Fahrverbote fordert. Und jetzt spielen sich die Thüringer CDU und FDP-Fraktionen als die Retter der Radfahrer auf. Für wie dumm halten sie eigentlich die Wähler? Die angedachte Obergrenze von 80 Dezibel ist weder durchdacht noch verhältnismäßig. Soll denn diese Obergrenze für stehende oder fahrende Motorräder gelten? Wie soll das technisch umgesetzt werden? Und können das die Hersteller schaffen? Sind die geforderten Sonn- und Feiertagsfahrverbote für Motorradfahrer überhaupt verfassungsgemäß? Und wie begründet sich der Wert von gerade einmal 80 Dezibel fachlich? Fragen über Fragen, die nicht beantwortet sind. Fest steht jedoch, dass das, was da beschlossen wurde, nicht nur freiheitsfeindlich ist, sondern auch Arbeitsplätze gefährdet. Gaststätten werden dann nicht mehr von Radfahrern angefahren. Folge: der Umsatz bleibt aus und die Existenz der Gastwirte und ihrer Mitarbeiter steht auf dem Spiel. Hersteller werden sich aus dem kleinen deutschen Motorradmarkt zurückziehen und Werkstätten schließen. Das Resultat? Arbeitslose. Gleichzeitig werden sich Menschen mit geringen Einkommen massiv einschränken müssen. Ist doch seit jeher das Motorrad das Auto des kleinen Mannes und den schmalen Geldbeutel, besonders im ländlichen Raum. Sie waren doch schon dran. Hören Sie doch einfach mal zu. Wieder einmal wird somit unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes versucht, unbescholtene Bürger zu gängeln und zu bevormunden und dem günstigen, zuverlässigen sowie bewährten Verbrennungsmotor die Luft abzuwürgen. Wir sprechen uns daher ganz klar gegen diese Initiative des Bundesrates und die damit verbundene Gängelung der Motorradfahrer aus. Und Herr Montag, ich kann Ihnen auch schon versichern, wir werden Ihrem Antrag Punkt 19 zustimmen. Danke. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lauerwald.